Wir machen das jetzt so, wenn wir schon Tommy an unserer Seite haben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit im Chat, Fragen zu stellen, gerichtet auf Tommy. Ich werde sie stellen und Tommy wird sie beantworten. Was hältst du davon, Tommy? Ganz gut. Egal, was ich gesagt habe, der hat's gut gefunden, Digga. Oh, die Kamera wieder, ey. Ich nehme dir gleich die Seele. Erste Frage, Tommy. Wie viele Freundinnen hattest du schon? Zu viele. 10. Abo, 10? Mascha, du bist mehr Playboy als ich, Digga. Läuft. Wer hat, der hat, ne? Ja. In welchem Alter fing das an? Mit 6 sogar schon. Mit 6? 2 sogar. Oder da kannst du ja noch nicht mal sprechen und mit 6 hast du schon Freundin geklärt. Ja, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Warte, mit 6 ist man in der... Ersten. In der ersten Klasse ging's los. Ja. Und die Mädels haben dich darauf eingelassen. Ja. Was habt ihr denn gemacht in der ersten Klasse? Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. One-Night-Stand, ne? Ich weiß nur, dass wir in diesem einen Haus draußen saßen. Ey, das fängt ja schon mal gut an, Digga. Mehr wenn weiß man, ich wenn nicht man mehr. Nur weiß, dass man in irgendeinem Haus saß, Digga. Was da abging mit K.O.-Tropfen und mit hast du nicht gesehen, Digga, will ich gar nicht wissen, Digga. Deine Meinung zu Dennis? Mega Ehrenmann. Oh. Was sagtest du dir eigentlich, Digga? Wir haben uns neu kennengelernt. Man hat sich immer besser näher zueinander gefunden. Ja. Wie würdest du mich jetzt einschätzen als Person? Als Person zutraulich, sehr nett. Das habe ich noch nie gehört, dieses Wort zutraulich, ja, ne? Sehr respektvoll. Ja. Wertvoll. Oh Mann. Ey, Nico, hol die Taschentücher. Also wertvoll in welchem Sinne? Dass du mich eintauschen könntest und viel dafür bekommst? Oder in welchem Sinne wertvoll? Einzelartig, dass man dich nirgendwo findet, so an Personen. Ach so, also bin ich eine Art Pokémon. Mich findet man nicht überall. Oh, Bruder, die Kamera! Nächste Frage. Was hast du für Wurzeln, Tommy? Polnisch-Deutsch. Polnisch? Alles noch da. Was macht Tommy beruflich? Beruflich momentan nichts, weil ich Therapie machen muss. Ach, Therapie? Warum musst du Therapie machen? Weil früher nicht alles gut war. Okay, du nimmst, also die Vergangenheit nimmt dich quasi noch ein bisschen mit, ja, ne? Aber Bruder, Tommy, das habe ich auch schon so oft in Streams angesprochen. Du musst dir vorstellen, das ist die Vergangenheit, ne? Ja. Das ist die Zukunft. Ja. Du musst dir vorstellen, wenn ich die Zukunft jetzt gegen die Wand werfe, entsteht hier ein Riesenschaden. Ja. Und ich habe da keinen Bock drauf. Das ist die Vergangenheit. Perfekt, das Ding. Einfach wegwerfen. Ich schwör's dir, Vergangenheit musst du wirklich hinter dir lassen, Digga. Man nennt es ja nicht Vergangenheit umsonst. Versuch wirklich in die Zukunft zu blicken, Digga. Einfach positiv zu denken. Ich weiß ja nicht, wie ist das mit deiner Freundin? Ist sie eher so, dass sie dich auch unterstützt oder zieht sie dich runter? Nein, sie unterstützt mich sehr. Ja? Ja. Okay, dann behalte sowas auf jeden Fall, weil ich glaube, es gibt... Nicht jedes Mädchen ist irgendwie bereit, dafür jemanden zu unterstützen, weißt du? Mhm. Wenn du merkst, sie unterstützt dich, dann halt doch dran fest. Danke. Gerne. Der war dann, wir küssen uns gleich, ne? Nein. Ich sehe schon kommen, Digga. Sehr interessante Frage, ich lese die Donations gleich. Auf was bist du am meisten stolz in deinem Leben? Auf meine Familie. Bindung zur Familie, sehr, sehr wichtig. Gibt es irgendwas, was du ändern möchtest? Irgendwas, was ich ändern möchte? Nee, ich habe ja alles erreicht im Ziel. So gesagt. Im Ziel oder im Leben? Im Leben. Da muss ich korrigieren. Weißt du, was du ändern musst? Was? An die Vergangenheit zu denken. Das stimmt. Das musst du dir wirklich hinter die Ohren schreiben. Denk nicht an die Vergangenheit, denk an die Zukunft und blick auch in die Zukunft. Kennst du mich? Ich rede so, als wäre ich der positivste Mensch der Welt, Digga. Als hätte ich nur positive Vibes, Digga. Als hätte ich schon 10 Kinder auf die Welt. als hätte ich 10 Kinder, Digga, und alle sind Ärzte und so. Ich weiß. Nee, aber natürlich, ich habe auch manchmal meine Down-Phasen. So ist es nicht, ne? Und Nico kann es, glaube ich, gut bezeugen, Digga, wenn ich meine Down-Phasen habe. Oder dann will ich nicht in deiner Nähe sein. Ich kann euch nur eine Sache erzählen. Wenn ich down bin, Digga, dann bin ich wirklich down. Dann weiß Nico ganz genau, er ist auch ruhig, weil er ganz genau weiß, wenn er jetzt anfängt zu reden oder versucht zu trösten oder was weiß ich was, sprüht er einfach Salz in die Wunde, Digga. Weil dann drehe ich noch mehr durch. Ich habe beim Videodreh, habe ich schon mal gegen die Kamera geboxt, gegen das Objektiv. Ich habe Armbänder in die Alster geworfen. Ich habe so krass geflucht, Digga, dass ich mir wirklich manchmal denke, dass es irgendwann noch zurückkommt. Ich habe Mikrofone kaputt gemacht. Ich habe eine Box kaputt geschlagen. Ich habe gegen Wände geboxt. Oh, ich habe mir fast die Haare selbst rausgezogen, Digga. Also wenn ich aggressiv bin, Bruder, dann ist Sense. Also sei froh, Tommy, dass du mich so kennengelernt hast, Digga. Ja. Komm, noch ein paar Fragen zu Tommy. Dann haben wir auch ein Video für Streaming-Highlight-Kanal. Wir müssen natürlich den ganzen Stamm versorgen. Was macht Tommy als Hobby? Was machst du als Hobby? Graffiti zeichnen. Boah, das darfst du gar nicht sagen, Digga. Das ist illegal. Es ist, wir haben noch nie was gesagt. Er mag Graffiti zeichnen auf so einer App. Es gibt so eine App, da kannst du Graffiti zeichnen. Das mag, meint er. Ja, was meint noch? Kochen und backen. Gerne. Walla, ich will ihm auf ernsten Kuss gerade geben, ne? Wichtige Frage, was ist dein Traumauto? Mein Traumauto Mustang. Mustang? Es muss ein amerikanischer Mustang sein. Guck mal, weißt du, was ich mir überlege? Wenn ich es hinbekommen sollte, einen Mustang zu mieten, ne? Dann werde ich dir schreiben, dann sammle ich dich mit dem Wagen ab. Ja. Dann drehen wir damit ein Video. Klingt gut, ja. Aber mach bis da deinen Führerschein, kannst auch selber fahren sogar. Ja, logen. Hä? Ja, logisch. Einfach, ich hab... Ey... Ich dachte mir gerade, das ist ein neues Wort. Ich dachte mir, ich habe irgendwas verpasst, Digga. Bruder, ich dachte, ich habe an Dialogen verstanden. Und ich denke mir, Digga, was ist das? Nein. Wie schätzt Tommy sich selbst ein? Wie würdest du dich selbst einschätzen? Boah, ganz schwer bei mir. Verrückt, unterhaltsam. Unterhaltsam? Respektvoll zu jedem. Respektvoll zu jedem? Kann ich auch zustimmen, Digga. Der Junge ist wirklich sehr respektvoll. Auch wie du letztens diesen einen Typen da kaputt gehauen hast, Digga, weil er dir irgendwie frech kam. Ja. Finde ich gut. Was ist dein größter Traum, Tommy? Mein größter Traum?
Frau haben, eigenes Haus und irgendwann mal in Urlaub fahren. Also richtig so Karibik oder so. Frau kann ich dir klären. Herbertstraße hat derzeit, glaube ich, hat Herbertstraße auf. Also du meinst eine Frau, die treu ist, ne? Ja, genau. Okay, die kriege ich nicht so schnell aufgeklärt. Was ist dein Typ an Mädchen? Mein Typ an Mädchen? Normalerweise blond. Aber was heißt normalerweise? Normalerweise, weil ich jetzt dunkel heute... Haarfarbe dunkel habe bei ihr. Aus welchem Land ist sie? Sie, Chile. Chile? Ja. Sieht aber nicht so aus. Wie sieht die aus? Wie... Oh, wie soll man das sagen? Türken oder so. Maschallah, Digga. Wie heißt sie? Alia. Alia ist doch ein türkischer Name, oder? Nee. Ey, Chat. Was ist Alia für ein Name? Wie wird der geschrieben? Sie geschrieben? A-L-A-L-I... Also wenn du schon so anfängst, dann will ich gar nicht fragen, wann ihr zusammengekommen seid. Arabischer Name, türkisch. Gibt's auch im Türkischen immer Arabisch, also sie ist eine arabische Türkin. Mit chilenischen Wurzeln. Geil. Was war dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis war, dass ich mal auf einer Kur war. Das war sehr, sehr schön. Wo warst du? In Büsum? Nein, in Wiek auf Höhr. Und da waren wir... Oh, ey, jetzt hau ich dir gleich in die Fresse, Digga. Eine Frage noch, bevor die Kamera ausgeht, Digga. Ich sag euch ehrlich, ich hab Bock noch live zu bleiben, aber diese Kamera macht's mir schwierig. Die Frage stelle ich jetzt selber. Jetzt muss ich erstmal mein Gehirn einschalten, Digga. Wer geht deiner Meinung nach öfter fremd? Frauen oder Männer? Boah, ganz kranke Frage. Ich würde eher sagen Männer. Männer? Ja. Warum? Weil die mehr so den Instinkt haben, jagen zu gehen auf Frauen. Jetzt habe ich irgendwo in der Doku gelesen, Digga. Jetzt habe ich irgendwo in der Doku gehört, Digga. Und Frauen wollen gejagt werden, ne? Ja. Eine Studie hat, glaube ich, mal bewiesen, dass Frauen öfter fremd gehen. Aber es ist ja auch öfter eigentlich so, dass die Frauen einen dazu leiten. Ja, das oder? Auch. Dass die Frauen quasi die männliche Person dazu bringen, fremd zu gehen. Ob man dann fremd geht, ist die Sache des Typen. Würdest du fremd gehen? Nein. Nee, die Freunde gucken nicht zu, Digga. Was hier im Büro passiert, bleibt im Büro. Ja. Würdest du mal fremd gehen? Nein. Gar nicht? Wirklich nicht. Wenn du mal fremd gehst, würdest du dir selber verzeihen? Nein. Jetzt gehe ich aber auch gleich der Kamera fremd, ne? Keine Kamera ist bestellt, Digga. Wie würdest du reagieren? Würdest du deiner Freundin direkt sagen, ey, ich bin fremd gegangen? Ja, lieber ehrlich sein. Lieber ehrlich sein, ne? Wie würdest du an die Sache rangehen? Mal angenommen, deine Freundin ist zu Hause. Du kommst nach Hause, würdest du dich zu ihr setzen und sagen, ey, ich bin fremdgegangen oder wie würdest du es anfangen? Nein, ich würde sagen, lass uns mal kurz reden. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Und dann so ins Detail gehen. Das will ich bei einem Mädchen nicht machen, Digga. Also geh nicht ins Detail, also von wegen, so ey, das war die und die und ich war da und da und dann habe ich, das gemacht. Du würdest im Endeffekt sagen, ey, Schatz, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist ein Fehler, der eigentlich nicht wieder gut zu machen ist. Ja. Aber ich will dich in dem Sinne nicht verlieren. Deswegen sage ich es dir. Es wird nicht nochmal vorkommen. Und wenn es vorkommt, dann im Ausland. Ja. Perfekt.